So Leute, ich habe einen kleinen Lifehack für euch und dieser Hack ist so simpel, dass es eigentlich fast peinlich ist, den zu erzählen, aber weil ich ihn bis meinem hohen Alter von 34 Jahren noch nicht gekannt habe, ist es glaube ich doch nicht so doof, das zu erzählen. Und zwar geht es einfach darum, ihr seht, was ich mache, ich bewege mich zu Fuß, also einfach nur von A nach B laufen. Und was man gleichzeitig, boah, meine Fresse ist total ausgebrannt, genau, gleichzeitig tanke ich Sonne. Also ich habe hier zwei Sachen auf einmal. A, ich tue was für meine Gesundheit. Und zwar habe ich das vollkommen unterschätzt, was es heißt. Also was es heißt, zu Fuß zu gehen. Denn, um einfach mal ein bisschen Mathe zu betreiben, so eine Stunde durch die Gegend spazieren, das sind ungefähr 500 Kalorien, zumindest bei meinem Gewicht. Und wenn ich jetzt aber mit meinem Fahrrad unterwegs bin, da verbrenne ich fast gar nichts. Also ich dachte hier, von A nach B mit dem Fahrrad fahren, das reicht vollkommen aus, um was an Sport, ja doch Sport zu tun. Und das war auf jeden Fall nicht der Fall. Und genau, ich habe es ein bisschen mehr darüber gelernt, weil ich einen Kunden habe, Aeroscan, ein Interview mit dem Gunnar könnt ihr auf jeden Fall auch auf meinem Podcast noch hören. Das werde ich überlegen. Das ist jetzt da, ich glaube da oben müsste es dann sein. Ja, da oben in der Ecke werde ich das mal verlinken, dass ihr da irgendwie hinkommt. Genau, der zweite Teil des Hacks ist, dass man das Ganze auch misst. Für mich zumindest ist es sehr, sehr effizient, das Ganze zu messen, weil das steigert definitiv meine Motivation. Dadurch, dass ich weiß, wie viele Schritte ich mache, weiß ich auch genauer Bescheid. Und dann kommt auch noch dazu hier, 4 Kilo habe ich auch schon runter innerhalb von 2 Monaten, eben weil ich nicht nur meine Schritte messe, also den Energieverbrauch, sondern auf der anderen Seite auch noch sozusagen, was ich hier oben reinschmeiße. Also ich tracke auch gerade, wie viel ich futter. Das ist auch wiederum spannend, dass es dann am Ende, also auch wenn viele rumjammern, geht es doch ziemlich schnell. Man muss halt einfach nur gucken, dass man auf der Verbrennungsseite möglichst viel macht. Und wo holt man die Zeit her, um so viel spazieren zu gehen? Weil ich habe jetzt so im Durchschnitt ungefähr 100 bis 120.000 Schritte. Das sind, weiß ich nicht, man kann ungefähr, sagen wir mal, 6.000 Schritte pro Stunde sind normal. Also sind es 12 Stunden, die ich mich so bewegt habe pro Woche in der letzten Zeit. Wo holt man die Zeit her? Zum einen, man kann ja so Inhalte produzieren, wie hier ich gerade. Man kann aber auch telefonieren. Also das ist etwas, was ich viel mache, wenn ich Telefonate habe, bei dem ich mir nichts aufschreiben muss. Dann gehe ich einfach, dann bewege ich mich einfach und mache dabei meine Meter. Dann habe ich Fahrradfahren ein bisschen eingestellt und durch das, wie heißt es, durch das zu Fuß gehen ersetzt. Treppen kann man noch mitnehmen, ist auch noch so eine Möglichkeit. Bei einem Kunden, der hat bei sich im Büro sogar Kickboards und diese, wie heißt es, Mini-Segways. Also auch die habe ich jetzt durch zu Fuß gehen ersetzt. Oder auch einfach mal die Kaffeemaschine, die weiter weg ist, nutzen. Sinnlos bei sich Müll runterbringen. Also dass man jetzt nicht immer versucht, alles perfekt zu optimieren, sondern eben dieses Umgekehrte, das Anti-Optimieren ist auch noch so ein kleiner Tipp. Und was noch eine total krasse Erkenntnis dabei ist, also erst wollte ich das ja per Laufen angehen. Ich habe aber gemerkt, wenn ich zu Fuß gehe, also so langsam gehe, habe ich fast 60 bis 70% der Effizienz. Und es ist ja einfach, das erfordert null Motivation. Also ich muss jetzt nicht mich aufraffen, um dann loszugehen, weil es echt einfach ist. Auf der anderen Seite, wenn ich dann einmal die Woche laufe, dann habe ich gar kein Problem, irgendwie 7 Kilometer im Stück durchzuhalten. Also das hat mich total geschockt, weil als ich davor ein bisschen losgelaufen bin, hatte ich echt Probleme. Das war für mich so eine unvorstellbare Strecke, das am Stück zu laufen. Und jetzt, easy. Also einfach, ihr könnt eure Kondition einfach durch dieses Spazierengehen, also längere Strecken, geht echt mal eine Stunde oder länger, macht mal 10.000 Schritte am Stück. Dadurch könnt ihr echt eure Kondition massiv steigern. So, ich habe noch eine wichtige Beobachtung gemacht bei der ganzen Geschichte. Und zwar Energieverbrauch. Ich komme fast jeden Tag auf 2.200 bis 2.500 Kalorien. Also mein Hunger ist sozusagen eine bestimmte Menge, die ich an Kalorien verbrauchen will. Und das ist eigentlich egal, wie viel ich mich bewege. Also ob ich jetzt hier, heute ist Feiertag, heute kann ich mal gut 2 Stunden oder so mich bewegen. Oder ob ich auf der anderen Seite irgendwie nur kurz unterwegs bin, ändert nichts an meinem Hunger. Woran es liegt, das habe ich auch gelernt, eben durch
den Gunnar oder vor allem auch durch die Tina, Mitarbeiterin auch bei ihm oder Mitunternehmerin von Aeroscan. Da geht es nämlich um Folgendes. Wir haben eine bestimmte Anzahl an Kohlenhydraten. Sprich, kennt ihr ja wahrscheinlich, Zucker ist Kohlenhydrat, so auch, aber auch Stärke wie in Kartoffeln ist alles Kohlenhydrate. Und davon ja, hat unser Körper, ich weiß nicht, bei mir ungefähr, bei meiner Größe 1200 bis 1500. Und die sind sozusagen, die sollte man nicht verbrauchen. Die hat man so am Tag als schnelle Energie. Und gleichzeitig hat man aber auch noch so im Grunde genommen fast unbeschränktes Fett. Also so bei mir müssten es ungefähr 20 Kilo sein. Vielleicht sind es auch nur 15, aber ja, selbst wenn ich nur 10 hätte, 10 Kilo sind, glaube ich, 70.000 Kalorien. Und das reicht vollkommen aus, um 20 Marathons zu laufen. Also von daher, da hat man auf jeden Fall genug Volumen, um einfach sich richtig, richtig viel zu bewegen. Und deshalb, das ist nämlich auch noch der Punkt, ist das Spazierengehen eigentlich der bessere Weg im Vergleich zu, ja, zum Joggen. Weil beim Joggen geht man nur auf die Kohlenhydrate, man verbrennt zwar eine Menge, es erhöht aber auch gleichzeitig den Hunger. Und hier bei, beim Spazierengehen, da ist es bei fast allen so, dass sie am Anfang zumindest mal die Hälfte oder mehr an Fetten verbrennen. Und das ist nämlich der Grund, warum ich dann nicht deutlich mehr Hunger habe, wenn ich mich viel bewege oder wenn ich mich wenig bewege. Denn der Körper, der merkt es gar nicht, ob das Fett weggeht, aber der merkt sofort, wenn ihm die Kohlenhydrate fehlen. Er hat immer das Ziel, die Kohlenhydrate wieder aufzufüllen. So, also, das so als Tipp. Ihr könnt das Ganze übrigens auch scannen. Wenn ihr mich mal anschreibt, ich glaube, ich könnte den einen oder anderen, also so ein Scan kostet, glaube ich, auch nur 70 Euro, findet ihr dann auch, ich verlinke das wieder, da, findet ihr auch dort. Und wenn ihr euch das absolut nicht leisten könnt, dann fragt mich mal an. Ich glaube, ich könnte den einen oder anderen Gutschein, Rabattcode oder so wahrscheinlich noch rausholen. Aber nur, wenn ihr es euch wirklich nicht leisten könnt. Also von daher, da kriegt ihr nochmal ganz genau gemessen, wie viel Kalorien ihr bei welchem Tempo verbraucht. Also das war wirklich bei mir 300 Kalorien Fett, wenn ich so zu Fuß gehe. Hat sich wahrscheinlich sogar schon gebessert, weil ich das jetzt seit 2 Monaten mache, seit der letzten Messung. Und dann, weiß ich nicht, wenn ich richtig jogge, bin ich bei unter 50 Kalorien. Also das ist wirklich viel, viel besser. Ich habe dann nur meine ganzen Kohlenhydrate verbrannt und habe dann einfach auch mega Hunger und haue mir dann wieder die entsprechenden Kalorien rein. Von daher, Spazierengehen hat sogar noch mehr Vorteile gegenüber dem Rennen. Und dann vielleicht noch was zu meinen persönlichen Tipps und Hacks. Also, was ich immer mache ist, also wenn ich das schon tracke und dann sehe, ah, jetzt habe ich aber schon, wie heißt es, genug gefuttert für heute. Ich will aber noch ein Eis essen. Gar kein Problem, weiß ich, ich kann noch mal eine halbe Stunde los und dann kann ich sogar 2 Eis essen. Das ist sozusagen meine Methode, um das perfekt auszunutzen. Also genau, bald habe ich jetzt aber auch wieder mein Gewicht so weit runter. Und ja, fett war ich nicht, aber ich war sozusagen an der obersten Grenze von normal und das war mir dann doch irgendwann zu viel. Genau, was soll ich sagen? Das ist sozusagen mal der ganze Hack zusammengefasst. Erstens, messt mal, was ihr alles so in euch reinfuttert. Das ist echt auch erstaunlich. Da werdet ihr so ein paar Dinge entdecken, die total verheerend sind. Und ich glaube, wenn man das einfach mal, also ich werde es nach, sozusagen, wenn ich jetzt hier wieder mein Ziel erreicht habe, ist noch 2 Kilo, wenn ich das habe, dann werde ich auch aufhören, wieder zu messen, bis ich dann wieder 2 Kilo zu viel habe und dann mache ich das immer so hin und her, so ist der Plan. Aber ich wette, auch jetzt habe ich einfach schon gelernt, worauf ich achten muss und was so die versteckten Fallen sind. Und das andere ist halt wirklich, einfach regelmäßig Strecken zu Fuß zurückzulegen, ist echt so krass, was das bringt. Von daher, ich hoffe, euch hat dieser kleine, simple Trick, Lifehack, lebensverändernde Hack geholfen. Und genau, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.